Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich, denn heute testen wir die ganzen Produkte, die sich in den Beautyboxen, Abo-Boxen, Special-Boxen aus Juni 2021 befunden haben. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Im Juni war ganz schön viel drin. Ich bin total geplättet, als ich das eben hier mal ausgebreitet habe. Mein ganzer Tisch ist voll. Wir starten wie immer mit dem Nagellack und werden das Ganze beenden mit Parfum. Und es war ganz schön viel dabei. Ich werde das dieses Mal so machen, dass ich nicht unbedingt sage, in welcher Box es drin war. Ich werde es einfach einblenden, ne? Weil ansonsten, es kann sich, glaube ich, an der Masse an Produkten eh keiner das so wirklich merken. Okay, so. Erster Nagellack habe ich hier von Maybelline Superstay 7 Days Gel Nail Lacquer. Der Nagellack, den ich jetzt gerade drauf habe, den habe ich schon seit ungefähr einer Woche drauf. Kann man so sagen, ne? Hat relativ gut gehalten. Der rechte Zeigefinger hier bei mir ist immer so ein bisschen schwierig, also von daher hat er sich ganz gut geschlagen. Man sieht es auch, er ist ein bisschen abgefrackelt, ne? Das ist halt einfach, weil ich Rechtshänder bin und weil ich viel an meiner Nagelhaut rumknibbel. Sollte ich nicht machen, tue ich aber. Nö, hat ganz gut gehalten. Finde ich von der Farbe her so, kann man haben, muss man aber nicht, ne? Also es haut mich jetzt nicht so ultimativ vom Hocker, da muss ich noch überlegen, ob der überhaupt bleibt. Dann habe ich hier von Catrice Ico Nails den Gel Nail Lacquer in der Farbe 74 Pink Favors The Brave. Zeige ich das denn am besten, habe ich hier auf dem Daumen. Das ist so ein Rotton, der so ein... Ich kann auch meine Hände einfach so machen, ne? Ich glaube, das geht noch einfacher. Der so ein Shift ins Pinke hat. Finde ich mega geil. Also das ist voll mein Style. Finde ich richtig geil. Also den finde ich 1A und der bleibt safe. Irgendwie so. Ich muss es ja sowieso alles sortieren. Dann habe ich von Essence den Essence Shine Last and Go drin gehabt. Und zwar in der Farbe 13 Legally Pink. Das ist auch eine hammermäßige Farbe. Und der hält auch echt klasse. Das muss man ihm echt lassen. Und die Essence Nagellacke gefallen mir auch wirklich gut. Also eine schöne Geschichte. Dann habe ich hier, den fand ich ultimativ, von Essie in der Farbe Don't Be Spotted. Das ist so ein Orange mit so einem goldgelben Shift mit dabei. Der ist auch hammermäßig, also der gefällt mir auch irre gut. Mag ich gerne leiden. Den hier, ich glaube, der wird weiter wandern, weil ich den echt nicht so ultimativ finde, weil der so ziemlich durchscheinend ist, ne? Auch von Essie Moments to Misses ist das. Das ist hier dieser hier auf dem Mittelfinger und man sieht es auch ganz gut, glaube ich, ne? Also den musste ich auch ordentlich aufbauen und ich finde die Farbe einfach auch nicht so mega krass geil. Es ist halt ein schönes Pink, was irgendwie auch so, oder rosa, was so durchscheinend ist, ne? Aber dieses Durchscheinende, ich bräuchte da auf jeden Fall eine weiße Base drunter, damit der Nagellack halt irgendwie strahlt. Tut er nicht, deswegen ist der auf jeden Fall auf der Nein-Seite. Den hier, da hatte ich bei dem Unboxing gesagt, dass ich den doof finde. Jetzt trage ich ihn auf den Nägeln und finde ihn irgendwie geil. Ich weiß nicht warum. Look to go Nude Beige Nail Lacquer in der Farbe. Hat, glaube ich, keine Farbbezeichnung. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall so ein Grau-Taub. Das ist, ich glaube, das ist ein richtiges Taub, ne? Ich finde das immer schwierig, wenn man sowas hat. Aber ich glaube, sowas komplett auf den Nägeln sieht eigentlich ganz geil aus, weil das so edel aussieht. Und da kann ich mir vorstellen, dass man den vielleicht als Hochzeitsgast oder sowas ganz gut tragen kann, weil der sehr zurückhaltend ist, aber trotzdem irgendwie schön. Und der hält auch echt toll, ne? Ich glaube, der bleibt. Also merkwürdig, aber er bleibt. Ich habe übrigens was zu trinken, habe ich euch ja auch schon gesagt. Gönnt euch hart. Waterdrop ist drin. Claudi YouTube gibt 5 Euro Rabatt ab 25 Euro bestellen. Genau. Habe ich in so ein Ding reingemacht, was mein Freund mir mal geschenkt hat. Mit so einem Getränkespender gedünsten. So, einen habe ich noch und das ist auch wieder ein Essie-Nagellack. Also wir hatten ganz schön viel Essie mit drin, ne? Satin Slipper ist da die Farbbezeichnung. Ja, das ist eine ganz geile Farbe eigentlich, ne? Weil der noch irgendwie so ein Holo-Shift mit drin hat. Aber auch nicht zu intensiv, sodass es halt auch irgendwie sehr dezent irgendwie ist. Aber irgendwie geil. Das ist so ein ganz, ganz, ganz helles Beige, wenn ich das jetzt länger auf den Nägeln auch trage. Und eigentlich mag ich den ganz gerne. Der wird bleiben. So, deswegen wird der Superstay auch nach hinten wandern. Weil ich habe jetzt schon so viele Nagellacke behalten. Ich will es ja nicht übertreiben. Kommen wir jetzt mal zu den Primern. Da habe ich ganze 3 Stück in den Boxen drin gehabt. Da wird es mir jetzt relativ schwer fallen, mich zu entscheiden.
Einmal habe ich hier den Monyu Skin Illuminating Primer mit Lichtschutzfaktor 15, aber hey, das ist niedlich, ne? Ich habe eben natürlich, also heute Morgen, wir haben es jetzt 16.18 Uhr, ist ein Freitag, habe mir auf jeden Fall schon ordentlich was in mein Gesicht gegeben, sodass ich Gesichtspflege drauf habe, die jetzt schon seit 9 Stunden einziehen konnte, also easy peasy Sonnenschein. Ich hätte vielleicht noch Lichtschutzfaktor nachlegen können, aber wenn ich hier aus dem Zimmer rausgehe, ist es wahrscheinlich eh dunkel, also von daher ist es Pelle. Soft Focus Technology and Cassia Alata. Okay, das ist dieser Primer. Ich glaube, ich lasse die Lady gleich auch entscheiden, weil ich wollte auf jeden Fall zwei verschiedene BB- bzw. CC-Creams verwenden, aber dafür nur einen Primer, dass ich halt sehe, dass, wie die sich unterschiedlich verhalten, weißt du? Dann habe ich hier von Fix & Rouge einen Primer, den Set & Soft Blurring Primer and Finishing Fix in Ultra, nein, Ultra Prime, keine Ahnung. Das ist dieser hier. Das macht dann eher so ein Pore Blurring, also wir haben Illuminating, Pore Blurring. Und hier haben wir auch nochmal ein Blurring Fee. Essence Prime Plus Studio Poreless and Skin Blurring Putty Primer. Silicone Free mit Squalan ist es auch noch. Das ist auch ganz schön. Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 2. Übrigens, ich kann lernen, deine Stimme zu erkennen, um dein Alexa-Erlebnis zu verbessern. Möchtest du es ausprobieren? Nein. So, dann nehmen wir den Monyu Skin. Ja, nein, den quasi, den Fix and Rouge, hat sie gesagt, ne? Die Nummer 2. Schade, ich hätte gerne den Monyu Skin, den Illuminating, ausprobiert. Egal, das ist dann, wie es ist, aber die werden dann auf jeden Fall bleiben und dann demnächst mal ausprobiert werden. Dann trage ich mir den mal auf. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Box mit drin. Und ich glaube, dass ich den auch schon mal mit euch in einem Full-Face-Beauty-Boxen-Fee getestet habe. Das ist so ein ganz schöner, geliger Primer. Der riecht recht frisch, wie frisch gewaschene Wäsche. Hier habe ich den jetzt aufgetragen, hier nicht. Sehe ich einen Unterschied? Nicht wirklich, ne? Bisschen geblurrt, ein bisschen angeebneter ist das, ja. Fühlt sich recht klebrig an, wenn der einzieht, und der zieht sehr schnell ein. Wenn er so anzieht, habe ich irgendwie das Gefühl, als würde er gleich aufbrechen und abrollen wollen. Aber bislang? Nee, ich glaube, das hatte ich, als ich das erste Mal benutzt habe, auch gehabt, ne? Dass ich gedacht habe, oje, nicht, dass er mir gleich wegrollt. Gut, jetzt habe ich den auf allem, was man hier gerade so körperlich sieht, aufgetragen. Ja, ne, habe ich relativ viel für gebraucht für einen Primer, aber gefällt mir. Also es ist relativ mattiert, ne, es ist, oder satiniert soll er ja auch machen, gefällt mir. Dann gehen wir jetzt mal zu der BB-Cream über, die ich mir auf die Gesichtshälfte packen werde. Oder auf die Gesichtshälfte? Weiß ich noch nicht. Das andere, was ich habe, ist nämlich relativ dunkel. Oder wollen wir erst mit dem Dunklen anfangen und dann können wir es noch retten? Genau. Wir fangen erst mit der CC Cream an von Eucerin. Die mache ich mir dann auf diese Seite. Ich weiß gar nicht, ob das Unboxing hierzu schon online ist. Ja, bestimmt. Ich mache dieses Video einfach danach. Dauert das ein bisschen. Ist tatsächlich sogar mit Lichtschutzfaktor 50+, was ich cool finde. CC Dorata oder CC Mittel ist die Farbe. Anti-Age, meine Nase juckt. Face Sun Cream getönt, aller Hauttypen. Mindert sichtbar feine Linien. Hilft Hautalterung vorzubeugen. Verleiht einen gleichmäßigen Teint und ist unparfümiert. Das ist doch sehr schön, ne? Da habe ich mich ehrlich gesagt drüber gefreut, dass sie drin war. Also vor allem im Nachhinein, weil ich dachte, hey, ist doch eigentlich voll geil. Dann hast du so ein Hint of Tint mit dabei. Ich hoffe nur, dass die mir echt nicht zu dunkel sein wird. Wir gucken mal. Wow. Ich weiß ja nicht. Okay, ich glaube, ich mische mir die CC Cream und die BB Cream zusammen. Ich glaube, das ergibt Sinn, ne? Sammy schüttelt sich. Ich glaube, unser Postbote kommt gerade. Weil ich habe hier von Catrice Clean ID die Hydro BB Cream mit 99% natürlichen Inhaltsstoffen, vegan, nicht pickelverursachend, und die ist in der Farbe 005 Fair Neutral, und ich glaube, die sollte ich mischen. Jetzt legt er sich einfach vor die Tür, weil die dürfte sehr hell sein. Ja, die beiden Schätzeleins muss ich safe mischen, weil die BB Cream wäre mir sonst zu hell. Seht ihr das? Ja! Und ich glaube, gemixt gibt das den perfekten Farbton. Jemals hoffe ich das. Ich habe natürlich auch so einen Glossybox-Pinsel. Natürlich vor allem, ne? Den hatte ich auch in der Glossybox mit drin. Das ist jetzt sehr schnell herauszufinden. Jetzt nehme ich die Seite, um die beiden Cremes zu mischen. Dann versuchen wir das mal. Könnte gegebenenfalls mein Farbton werden. Sehr schön. Ich nehme einen Foundation-Pinsel, um das Ganze aufzutragen. Und auch zu verteilen. Ha, guck mal! Guck mal. Hm.
Okay, wow, die beiden Foundations mögen sich gar nicht leiden und auch in Kombination mit dem Primer nicht, denn da haben wir eine kleine Krümelparty, ne? Das ist der Wahnsinn. Wow. Ich hasse sowas. Liegt das jetzt an Eucerin oder liegt das an der BB-Cream? Oder liegt das am Primer? Das ist immer das Problematische, wenn man halt so viele Sachen gleichzeitig ausprobiert, ne? Das ist keine gute Idee. Ich kann das einfach so mit dem Handtuch runternehmen. Das ist ja Wahnsinn. Ich würde mal vermuten, dass es an der Eucerin-Creme liegt, weil die Clean ID, da habe ich jetzt sonst so keine Probleme mit gehabt. Vielleicht liegt es auch an dem Primer, weil der eigentlich auch eher weniger für mich geeignet ist. Ich werde die Eucerin-Creme weitergeben. Den Primer werde ich auch weitergeben. Und jetzt versuchen wir mal Monu Skin Primer in Kombination mit Catrice Clean ID BB Cream. Leute, ich glaube, der Pumpkopf ist kaputt, denn es kommt nichts raus. Heute ist ein richtig toller Tag. Unglaublich. Aber der fühlt sich an wie so eine... Der fühlt sich an wie Nivea-Creme auf dem Gesicht. Das ist ja krass. Das mit dem Pumper ist natürlich so eine Sache für sich. Wenn der nicht funktioniert, macht das ja keine Freude im Leben, ne? Aber gut, man kann das auch so mit dem Vieh machen. Der macht aber auch vom Finish her so ein samtiges Finish und eher weniger so ein Illuminating. Doch, man sieht schon Strahlkraft, das stimmt. Ja, ein bisschen Strahlkraft hat er. Aber es ist halt sehr vom Gefühl her wie Nivea-Creme, in die einzieht. Also sehr samtig. Der bleibt bislang. Mal gucken. BB-Cream trage ich mir auf. Aber auch die krümelt mir weg wie sonst was. Was ist hier los? Was ist hier los? Sieht man das hier an der Augenbraue? Das ist echt spektakulär. Machen wir es anders. Ich mache meine Base mit meinem Nabla Skin Realist und den aktuellen Primer, den ich so in Anwendung habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das sieht doch schon mal besser aus, ne? Ja, ich sage ja neues Gesicht. Also, ich habe mir jetzt aber tatsächlich diesen Primer hier auch drunter gegeben, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ein bisschen Pore Blurring macht er tatsächlich, da habe ich hier in dem Bereich so ein bisschen vergrößerte Poren. Das hat er ganz schick gemacht. Dieser Tinted Baumann sich von Nabla ist einfach der Wahnsinn. Also man sieht's, ne? Hat so eine Medium-Deckkraft, Claudia's White 15% Rabatt bei Purish, ist ein Affiliate-Rabattcode, ist aber auch alles in der Infobox verlinkt. Ich mag den einfach, habe ich in der Farbe Fair und genau. Jetzt haben wir schon mal eine gute Basis. Jetzt muss aber noch Concealer mit drauf und da verwende ich einfach meinen, den ich hier so liegen habe. Und das ist aktuell meiner von Nivea. So, dann werden wir uns jetzt mal kurz der Lippenpflege widmen. Da gebe ich mir zuallererst jetzt einfach mal in diesem Step ein Lippenpflegeöl auf. Ich kann das ja nach und nach immer wieder nachtragen. Von Kinder Beauty Mood Changing Lip Oil. Das ist dieses hier. Die Verpackung, ja gut, das Produkt sieht blau aus und die Verpackung sieht ganz knuffig aus. Mal gucken, was mein Mut so sagt. Es ist bei mir immer rosa. Immer. Solche Sachen werden immer rosa. Immer, immer, immer. Also ist mein Mut quasi grundsätzlich rosa. Jetzt habe ich ein paar flüssige Produkte. Zuallererst habe ich flüssig Blush. Da habe ich von Elikia Beauty den Illuminateur Naturell Vegan and Eco-Friendly. Nicht wundern, das Produkt ist leer und kommt auch gleich in meine Aufgebrauchkiste. Ist aber im Prinzip nicht leer, weil es sich hier drin befindet. Da habe ich hier von YesTime mal so eine Leerverpackung zugeschickt bekommen. Von Beauty Artisan. Und auch da habe ich einen Code, Claudis Welt, falls du ein bisschen sparen möchtest. Ne? Und das ist halt so eine Cushion Foundation Verpackung. Und da habe ich das reingegeben. Und dann gehe ich da einfach mit dem Stippling Brush rein. Da habe ich hier einen von Luxi. Das ist die Nummer 524. Kann man schön reingehen, den Pinsel toll aufladen. Da hat dann auch nicht zu viel Produkt drauf. Und das gebe ich passend zu meinem Lippenöl. Einfach hier auf die Stellen, wo ich nachher auch Blush auftragen werde. Mit dem Foundation Pinsel kann ich das ein bisschen besser noch mit der Foundation verbinden. Und dieser Illuminateur ist ja eigentlich ein Highlighter oder so, hat aber auch noch so einen Blushing-Effekt mit dabei. Was ich problematisch finde, er zersetzt die Foundation hier so ein bisschen, ne? Das finde ich echt schade. Tatsächlich sehr, sehr schade. Aber man kann ihn auch schön pur auf der Haut tragen, das habe ich auch schon mal gemacht. Also an sich mag ich das Produkt, ne? Aber das verträgt sich gerade nicht mit der Foundation, was ich sehr merkwürdig finde, denn die haben sich schon mal vertragen. Ich habe das schon mal zusammen aufgetragen. Keine Ahnung, aber das will ich jetzt gerade einfach nicht. Auf die andere Seite gebe ich mir von Downtown Paris den Blush.
dieser hier. Kommt in der Tube. Und den gebe ich mir auf meine Mischplatte erstmal ein bisschen. Wo ich noch diese Rest-Foundation drauf habe. Oh je, oh je, oh je. Ja, es ist ziemlich viel Verschwendung, ne? Weil ich habe da was gezaubert. Wir haben da ein sehr dickes Würstchen jetzt. Und das, ja, arbeite ich jetzt in meinen Stippling Brush ein. Okay, recht dunkel. Es darf auch gerne etwas intensiver sein bei Liquid Blush. Das mache ich ganz gerne, weil danach gebe ich ja auch noch Puder drüber und so weiter. Und ich mag es eigentlich, wenn es noch so durchscheint. Weil wenn ich Liquid-Produkte verwende, das gebe ich jetzt auch über die Nase, dann macht das den Blush an sich immer so ein bisschen haltbarer über den Tag. Auch das arbeite ich mir jetzt mit dem Foundation-Pinsel noch mal etwas eleganter ein. Maxims Spiegel ist natürlich ab jetzt auch immer am Start. Den habe ich jetzt recht neu. Der gefällt mir viel, viel besser als der tatsächlich. Ne? Weil er sich auch schön mit der Foundation verbunden hat. Das sieht echt viel besser aus als auf der Seite. Das ist, ja. Von derselben Marke haben wir einen Highlighter. Ja, Downtown Paris Highlighter. Dann gehe ich da in den Highlighter rein. Der ist sehr mousig von der Konsistenz. Den gebe ich mir auf dieser Seite auf. Ich habe nämlich gleich noch einen Liquid Highlighter. Also wir sind richtig eskalativ dieses Mal. Ich drehe jetzt schon eine Stunde ungefähr und bin erstmal beim Liquid Highlighter. Das ist echt krass. Hier sieht man ja ungefähr nichts. Seht ihr was? Ganz bisschen, ne? Also super subtil. Super, super, super subtil. Er verbindet sich aber gut mit der Foundation. Da wird nichts abgetragen. Ist mir persönlich aber viel zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig. Also der wird aufgrund seiner nicht vorhandenen Intensität nicht bei mir bleiben. Juti! Auf die andere Seite gebe ich mir einen anderen Liquid Highlighter. Und zwar von Alverde, den Rose Tinted Highlighter. Der war bestimmt in der Pinkbox. Sowas von Alverde haben wir oft in der Pinkbox. Oder in der Brigitte Box oder in der Barbara Box. Ich habe es eingeblendet. Ihr wisst mehr als ich. Ich arbeite den mit dem sauber gemachten Stippling Brush ein. Den habe ich ja schon in meinem Full Face Alverde auch verwendet und den mag ich. Weil der echt ein schönes Finish macht. Also der ist, ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Der ist recht nass. Also das sieht aus, als hätte mir einer einen Eimer Wasser ins Gesicht gekippt, was ich ja gerne mag bei Highlightern. Jetzt sind wir aber mit den cremigen Texturen drüber, genau. Und dann pudere ich einfach mal ab mit dem Kia Tee London Extraordinary Loose Powder. Das mag ich ganz gerne. Das habe ich auch in regelmäßiger Anwendung. Ne? Also das hatte ich schon vorher da, bevor es in der Box war. Gebe ich mir gut was hier auf meinen Deckel. Nehme mir einen Highlighter-Pinsel. Das ist jetzt der Luxie 522 Tapered Highlighter. Und dann sette ich mein Gesicht erstmal unter den Augen, dass der Concealer einmal gesettet ist. Dann haben wir das schon mal safe. Und dann nehme ich mir einen großen Fluffel. Das ist jetzt hier einer von Batik, der P002. Für mein komplettes Gesicht. Das sieht doch schon mal beautiful aus. Mag ich gerne. Ne? Das ist ein tolles Puder. Mag ich echt gerne leiden. Und verwende ich gerne im Alltag, um zum Beispiel unter meinen Augen zu setten. Und dann fürs... Upsala. Hey, fürs komplette Gesicht verwende ich dann ein gepresstes Puder, aber ich wollte es einfach mal aufs ganze Gesicht auftragen. Es macht einen schönen Blurring-Effekt und ich mag das einfach. Ja. Und es macht ein schönes Hautbild und trotzdem kommt noch der Blush durch, der Highlighter und der ganze Glow und so weiter. War das ein Reim? Voll krass, oder? Und jetzt gehen wir weiter zu der Base. Wir sagen, nein, nicht Base. Wir machen hier wieder die Leinwand ein bisschen mehr Leben rein. Ich weiß nicht, was machen wir jetzt? Irgendwas machen wir jetzt. Bevor ich Blush, Bronzer und Highlighter auftrage, verwende ich aber diesen BB Pflegegloss, weil das Lippenöl ist jetzt eigentlich ganz gut eingezogen. Ich habe ja auch jetzt schon ein paar Mal was getrunken und so, zum Beispiel jetzt. Und das muss man erst shaken, damit da eine schöne Farbe bei rumkommt, weil ansonsten sieht es irgendwie merkwürdig aus. Und dann haben wir hier einmal das Produkt. Hat hier oben so ein Puffelvieh. Und dann kann man das auf die Lippen auftragen. Okay. Okay. Ah, eine Kugel. Eine Kugel, die war eben noch nicht da. Man muss durchschütteln. Ja, hatte ja eben schon meine Lippen etwas eingefärbt. Und jetzt habe ich einfach noch mal ein bisschen Pflege drüber. Ich finde, der fühlt sich etwas sandig an.
mag ich nicht so ultra gerne. Aber gut, der wird weiter benutzt, weil war jetzt ja so ein bisschen auch an den Lippen mit dabei. Bronzer, da habe ich hier von... Oh, der hat aber auch einen Duft. Das schmeckt quasi jetzt im Rachen wie Rose. Also das ist nicht... Also ich mag Rose, ne? Aber ich mag es nicht essen. Okay. Catrice ID Mineral Bronzer mit Lichtschutzfaktor. 84% natürliche Inhaltsstoffe mit Lichtschutzfaktor 15%. Du kannst gar nicht so viel auftragen, bis du den Lichtschutzfaktor erreichst. Habe ich hier in der Farbe 010 Light Medium. Und der schaut so aus. Recht beige. Gleicher Pinsel wie eben. Kurz einmal reindippen. Gucken, wie das so wird. Oh ja, das geht. Das geht sogar richtig gut. Oh mein Gott, wie schön der mit der Haut verschmilzt. Das ist schön. Ich meine, vorsichtig reindippen und dann vorsichtig auftupfen. Immer vorsichtig, vorsichtig. Das ist so generell meine Devise, ne? Funktioniert voll toll. Null fleckig, null komisch. Also toll mit der Haut verbunden. Jetzt habe ich dreimal reingedippt, ey. Claudinchen, eben irgendwas von vorsichtig erzählen und dann auf einmal rumrühren. Das sieht gut aus. Ja. Hier unten auch noch ein bisschen, ne? Machen wir uns ein schattenähnliches Gebilde. Doch, den finde ich klasse. Und der war, glaube ich, in der Catrice Surprise Box von Rossmann mit da drin. Da waren so gut wie alle Catrice Produkte, die wir heute ja sehen, mit dabei. Süß finde ich das auch mit diesem Gummizug. Der ist jetzt nicht super krass da, aber ich finde den wirklich schön. Sehr schön, schön. Dann habe ich noch von Rose Laloon Pudre, ach so ein Sun Powder in der Farbe Medium. Das ist so ähnlich wie der Hoola Light. Weil hier haben wir so ein... Bronzer mit Schimmer und ja, da nehme ich mir jetzt mal einen Bronzerpinsel, also den von eben einfach, bin da jetzt einmal ordentlich reingedippt. Den kann man auftragen, indem man das hier so einblendet und dann so nach vorne auslaufen lässt. Und dann hat man da so ein, ne, Glowy Topper Gedönsen. Am besten macht man sich halt vorher den Bronzer bzw. die Kontur drauf und das hier dann so als Topper drüber. Finde ich voll schön. Farbe mag ich auch. Und auch da wieder vorsichtig arbeiten, dann kriegt man da auch eine schöne Geschichte hin. Und der ist leichter pigmentiert, also dezenter, als der Hoola Glow. Und deswegen mag ich den gerade so Richtung Frühling, glaube ich, ganz gerne. Vielleicht auch Richtung Winter, genau. Ich glaube, da könnte der sehr gut funktionieren. Jetzt im Sommer trage ich lieber den Hoola Glow, weil der noch ein bisschen mehr Wärme mit drin hat. Theoretisch bräuchte ich jetzt weder Blush noch Highlighter drüber geben, weil das Ganze so eigentlich schon ganz gut harmonisch aussieht. Aber ich habe Bock drauf und ich habe noch einiges vor mir liegen. Ich habe mich hiermit entschieden, dass ich diesen BB-Shaker doch irgendwie weitergeben werde. Vielleicht freuen sich Familie oder Freunde darüber, weil ich den einfach... Ich mag dieses, wenn ich jetzt rede und einatme, nicht so gerne. Blushes habe ich drei verschiedene. Ich habe aber nur zwei Seiten. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, welchen ich verwenden werde. Wobei doch, zuallererst werde ich auf jeden Fall den von Sophia und Mabel verwenden. Das ist der Satin Powder Blush. Der war in einer Glossy Box Limited Edition aus Norwegen oder so. Finnland, genau. Das ist so geil. Der hat hier einfach auch nochmal genau das Design mit drauf. Und das ist auch wieder ein Blush-Lighter. Also es wird sehr glowy. In letzter Zeit habe ich super viel Glow immer bei mir. Und auch diesen Pinsel hatte ich in der Box mit drin von Bang Beauty. Der hat einen Goldschimmer mit drin, aber nicht schlecht. Nicht von schlechten Eltern. Ich baue mir den trotzdem mal ein bisschen auf. Also viel rosa Pigment hat er so nicht mit dabei. Da ist er eher dezent unterwegs, aber dieses wow. Bäm, Sonne, komm zu mir, ey. Ich gehe nochmal mit dem Foundation Pinsel kurz ein bisschen drüber, um das Ganze etwas abzusoften. Aber so gefällt mir das. Das mag ich. Der ist schön. Jetzt hätte ich noch anzubieten einmal der Catrice Superwoman to Be Blush. Das ist dieser hier. Der ist so Richtung Koralle unterwegs. Heißt auch Golden Coral 030. Und von Alverde Naturkosmetik hätte ich noch den Shimmer Rouge in der Farbe 10 Secret Rose. Das ist die 1. Das ist die 2. Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. Es ist 1.
Okay, wir nehmen also das Shimmer Rouge Secret Rose, dieses hier. Und da ich den von Catrice, den habe ich glaube ich gar nicht, doch, den habe ich angepackt. Okay, ja, der wird dann die Tage mal irgendwann wieder verwendet werden. Der bleibt dann auch erstmal und muss nochmal ausgetestet werden. Ja, wir haben hier drei verschiedene Töne drin. Ich werde aber alle drei miteinander mischen. Und auch da haben wir dann wieder einen Blushleiter. Ich mache den Pinsel am Handtuch sauber. Gehe da einmal komplett durch. Klopf nicht ab, sondern trage mir das direkt auf. Ist jetzt ganz ulkig, weil auf der Seite habe ich dann eher einen kühlen Schimmer und auf der anderen Seite einen goldenen Schimmer. Sieht man auch, ne? Wow. Jetzt gehe ich mir ins Rötliche rein. Übrigens, der Pinsel ist vom Auftrag her schön, aber er löst sich jetzt schon so ein bisschen auf. Das sollte auch nicht sein, ne? Gut, den hätte man vielleicht vorher auch mal waschen können, aber da ist ein Haar. Da ist ein langes Haar. Irgendwie ist er nicht ganz so qualitativ am Status, wie ich gerne Pinsel hätte. Na gut. Aber es lässt sich schön verarbeiten. Da braucht man jetzt nicht drüber meckern. Das sieht schön aus. Ne? Ich persönlich hätte gerne vielleicht noch ein bisschen mehr Blush, aber so ist in Ordnung. Gehe ich nochmal mit dem? Komm. Was soll der Falschgeiz? Ich nehme den und packe den einfach drüber. Wow. Huch. Geht ab. Ja. Schimmer kommt auch noch durch. Ja, 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 ja. Hab ich viel Produkt im Gesicht. Das ist ja der Wahnsinn in Tüten, ne? Ich mag lieber die kühle Seite, muss ich gestehen. Gold ist ganz nice, aber brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag haben. Habe ich halt alle Highlighter verwendet. Alle Blushes. Highlighter kommen wir jetzt zu. So, und zwar habe ich drei verschiedene. Einmal habe ich von The Donna aus der Elektra Beauty Box. Jetzt sage ich es doch dazu. Das Glow Hearts, das ist dieser hier. Der ist sehr, sehr kühl. Fühlt sich aber echt schön an. Dann habe ich von RMS Beauty das Luminizing Powder Grand Dame. Das dürfte etwas sein, was volle Elle in meine Komfortzone reinfällt. Ist halt auch echt krass vom Packaging, ne? Habe ich jetzt hier auf dem Ringfinger. Und dann habe ich hier von Rimmel London die Bronzing Palette mit Kate. Das ist, glaube ich, Kate Moss zusammen gewesen. Sind aber eher Highlighter und keine Bronzer, ne? Das sind Bronzer-Topper, aber ich habe ja schon, das habe ich jetzt natürlich in die falsche Kategorie einsortiert. Da hätte ich vielleicht den Bronzer noch als Topper nehmen können, aber dieses Dunkle hätte bei mir eh nicht funktioniert. Das heißt, ich werde jetzt so oder so den hellsten Ton einmal nehmen und swatchen. Also, die Kate Moss Palette ist mir zu dunkel. Das sehen wir jetzt ja schon, ne? Ja. Ich werde den von RMS und von The Donna auftragen und die Kate Moss Palette wird weiter wandern, weil nie. Das ist einfach zu dunkel für mich. So, dann nehme ich den Highlighter-Pinsel von eben. Und ich habe ja schon, möchte ich jetzt einfach mal das gewechselt haben? Ja, ich gebe mir den kühlen Highlighter dann hier bei der warmen Seite auf, einfach weil ich es kann. Und weil man dann vielleicht so eine Art ausgleichende Wirkung hat. Ich habe den jetzt soft aufgetragen und er gefällt mir. Die Verpackung ist recht billig, ne? Das ist so Plastik einfach, aber es sind schöne Highlighter. Aus der Nähe betrachtet, gefällt er mir auch. Ist jetzt nicht irgendwie grob oder sonst irgendwas, ist nicht glitzernd. Und auf dieser Seite nehme ich dann den RMS Highlighter. Der ist schwer aufzukriegen, sage ich euch. Wow. Da kriegt man recht viel auf den Pinsel. Kommt dann hier auf die kühle Seite. Da bin ich jetzt aber auch intensiv reingegangen. Der ist richtig schön. So ein schöner Claudi-Ton, ne? Da gefällt der mir definitiv besser. Der sieht richtig geil aus. Richtig schön nass. Nass, nass. Ich meine, der von der Donna auch, ne? Das gefällt mir auch. Der gefällt mir noch besser. What's next? Augenbrauen. Das habe ich tatsächlich auch in der Catrice Box drin gehabt. Den hatte ich aber schon zu Hause. Slimmatic Ultra Precise in der Farbe 020 Medium. Das ist so ein Klassiker, ne? So ein hochdrehbarer Augenbrauenstift hat auf der einen Seite ein Spoolie, auf der anderen Seite die Mine. Und den mag ich. Das macht auch ein schönes Ergebnis. Also sehr wachsig und braucht sich halt unfassbar schnell auf. Aber ich mag den. Ne? Der macht halt eine schöne Augenbraue.
Doch, da bin ich auch ganz froh gewesen, dass der jetzt mit in der Box drin war, weil so konnte ich den mal wieder ausprobieren. Ich habe ja aktuell immer mal wieder auch andere Augenbrauenstifte, die ich einfach aufbrauche. Und ich glaube, das hier dürfte dann der nächste sein. 24 Hours Brow Setter, ne? Nehmen wir einmal zum Setten. Den haben wir immer mal wieder, Gott sei Dank, in Boxen drin. Und ich mag den sehr, 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 sehr gerne. Jetzt kommen wir zu einem ganz verrückten Schätzelein, und zwar von Manhattan, die im Amazing Wow Edition Eye Contouring Palette, das ist diese hier, habe ich in der Farbe 005 Wow Edition. Wir haben ja fast nur Schimmertöne drin, was ich geil finde. Dann habe ich hier auch noch so einen Pinsel inklusive Schwämmchenapplikator mit dabei. Leute, das sind nur Schimmertöne. Ausschließlich. Krass. Okay, dann machen wir, wir müssen etwas anders anfangen. Ich sette meine Augenlider jetzt erstmal mit so einem losen Puder. Quatsch, nicht losen Puder, mit einem gepressten Puder. Das ist hier von NYX, das HD-Puder, was ich aktuell auch in Anwendung habe, in Kombination mit dem Kia T-Powder. Dann nehme ich mir den Bronzer, zusätzlich den Luxie 702 Tapered Blending Eye Brush und setze mir den Ton in die Lidfalte. Dann nehme ich mir jetzt so einen ganz normalen Lidschattenauftragepinsel von BH Cosmetics, die Nummer 4. Ja, die Farben haben jetzt hier keine Bezeichnung. Das heißt, ja, ich gehe zuallererst in diesen weißen Ton rein, der da in der Palette drin ist. Versuche, den auf meinen Pinsel zu bekommen. Eher wenig, ne? Eher wenig. Den wollte ich mir nämlich in den Innenwinkel setzen. This is not where the magic happens. Ich versuche es mit dem mitgelieferten Schwämmchenapplikator. Okay, ja, das ist wirklich eher ein Topperton. Da kommt nicht wirklich was auf das Auge drauf. Ist auch so holographisch. Hat Glitzer-Fallout? Oh nein! Ja, wow. Dann haben wir hier so einen richtig geilen Türkiston drin. Den versuche ich jetzt mit dem Pinsel aufzunehmen. Okay, ich kriege was auf meinen Pinsel. Den setze ich mich hier so hin. Fallout. Ich will kein Fallout. Nicht von Türkis, Leute. Das macht keine Freude. Ja, das ist jetzt sehr dunkel, ne? Nicht so schön wie in der Palette. Naja, passt auf jeden Fall zum Kleid. Das ist auf jeden Fall eine safe Kiste. Aber wir gucken mal weiter. Also, das ist der Ton, den ich gerne auf dem Auge gehabt hätte. Und das ist, was ich bekommen habe. Das ist sehr, sehr blöd, ne? Naja, jetzt habe ich hier aber noch so einen hellblau-lila Schimmer. Da gehe ich jetzt mit dem Finger rein. Eher lila. Hallo. Ja, ich habe gerade meinen Akku gewechselt, deswegen hat die Kamera sich etwas verschoben. Guckt sie rein und sieht keinen Spiegel. Wie gut, dass Maxim einen Handspiegel rausgebracht hat. Den würde ich mir nämlich gerne in mein inneres Drittel setzen und auf das Türkis mit draufblenden. Das war mein Plan. Also die Qualität ist natürlich jetzt blöd, ne? Ich habe gestern von Oscar The Autumn Eye mit Love in der Kooperation probiert und ist kein Vergleich. Ne, da musst du schon Schichten ordentlich reingehen hier und basteln und tricksen und so. Setze ich mir auch noch hier über das Petrol drüber. Nehme mir auch noch was von diesem Weiß-Holo. Siehst du, als Topper ist er geil. Da will er jetzt aber, jetzt will er es wissen, ne? In der Lidfalte blende ich jetzt mal noch so ein bisschen mit meinem Blendepinsel rum. Ich habe hier auch noch in der Palette so ein Mitternachtsblau. Und ich glaube, wenn ich das mit dem Blendepinsel auftrage, dann habe ich da nicht so viel Schimmer. Das gebe ich mir dann zum einen in meinen Außenwinkel und auch so ein bisschen an meinen unteren Wimpernkranz. Ich kriege hier vor allem Fallout, ne? Aber gut, was habe ich erwartet? Wenn ich einen Schimmerton mit dem Blendepinsel auftrage und rumblende, dann hat man meistens ein bisschen mehr Fallout als erwartet. Aber das ist natürlich krass hier. Für den unteren Wimpernkranz nehme ich diesen komischen Pinsel, der damit geliefert worden ist. Ich nehme jetzt noch ein bisschen was von diesem Schimmerblau, was ich oben habe, für hier innen. Setze das einfach so ein bisschen drüber, damit man da noch diese Verbindung und dieses shiny, piny Rampampam hat. Mein Innenwinkel ist so traurig. Deswegen nehme ich mir den Highlighter von Dodonna. Naja, also... Muss nicht unbedingt sein, weiß ich nicht. Ja, ist okay. Eyeliner habe ich zwei verschiedene. Einmal von Catrice, den Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen. Das ist dieser hier und den trage ich mir jetzt auf dieser Seite auf. Hat so ein Schwämmchenvieh, was sehr, sehr schmal geht. Und ja, recht
easy aussieht in der Handhabung. Geht auf jeden Fall klar. Ja, ist jetzt nicht so super tief schwarz, trocknet matt an und ja, kann man so mitarbeiten. Auf die andere Seite gebe ich mir von Ayeko Travel Size Black Magic Liquid Eyeliner in Black. Ich glaube, das ist mein Lieblings-Eyeliner, wenn ich mich richtig erinnere. Dann dürfte der nämlich so ein Pinselbürstchen vorne dran haben. Das ist jetzt halt die kleine Variante. Oh, ich hatte meinen nämlich leer. Ja, der hat halt vorne so Pinselhärchen. Das ist kein Schwämmchen, sondern wie bei dem Kat Von D Tattoo Liner zum Beispiel. Jetzt bin ich eskaliert, weil ich mich so sehr gefreut habe, dass er wieder da ist. Ne? Macht es echt gut, mag ich. Der ist halt schwärzer auf jeden Fall und flüssiger als der Calligraph. Aber ich mag beide. Die beiden Mascaren, die ich jetzt hier verwende, ist einmal von Catrice, die Iconista Mascara. Die war auch mal relativ beliebt, ist aber nicht mehr im Sortiment, soweit ich weiß. Und von Plum & Poppy, die Volume irgendwas Mascara. Beide Bürstchen sind so gebogen, wobei die Iconista ein Gummibürstchen ist und die Plum & Poppy ein Kunstfaserbürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Viel unterschiedlicher könnte das Ergebnis doch kaum ausfallen, oder? Also, das sehen wir jetzt ja auch bei der Seite mit Iconista. Das erinnert mich einfach voll an die Nabla Visions Mascara. Ich glaube, ich muss die beiden mal gegeneinander antreten lassen. Während die Poppy Mascara gar nicht so poppt, ne? Nee, gar nicht. Also da werde ich mir noch eine Schicht von der Iconista drüber geben. Ja, aber ansonsten, die Iconista finde ich richtig geil. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es super viele gibt, die sagen, boah, so wie die Poppy aussieht, mit den getrennten Wimpern und so, finde ich mega schön. Jeder so, wie er meint, ne? Ich persönlich bin halt eher ein Fan davon, wenn es halt richtig kabäm ist. Und das hier finde ich halt so zart. Vielleicht im Alltag, wenn es hochkommt, aber selbst da trage ich gerne, richtig gerne ordentlich krasse Mascaren. Und dann habe ich auch nichts drum bei, wenn die Wimpern ein bisschen verklumpen. Also muss die Poppy gehen, also gar nicht erst in meine Sammlung einziehen. Und die Iconista gebe ich mir hier einfach mal noch drüber auf. So mag ich das einfach, ne? Wenn da einfach ein bisschen mehr bei rumkommt. Aber die Iconista hatte ich gar nicht so geil in Erinnerung, muss ich gestehen. Als Lip Liner habe ich zwei verschiedene. Da ist natürlich auch so ein Stück weit ausschlaggebend, welches Lippenprodukt nachher aufgegeben wird. Egal. Einmal habe ich von Karl Lagerfeld und Model Co. den Lip Liner in der Farbe Rosewood. Das ist dieser hier. Irgendwie freunde ich mich gerade voll mit meinem Augenlook an, weil der halt zum Kleid passt, ne? Ich glaube, das geht klar. Genau. Also so ein Rosenholztönchen. Zack. Der hat halt vorne irgendwie so ein Pelz dran, ne? Das war so, ich glaube, das ist einfach nur Schwitzwasser. Das hat man ja manchmal bei Lippenstiften auch. Deswegen mache ich das einfach mal im Handtuch hier so ein bisschen sauber. Könnte man auch einfach anspitzen und fertig ist die Laube. Ist aber ein schönes Tönchen, muss ich wirklich sagen. Das wäre die Nummer 1 und die Nummer 2 ist von Catrice. Die Lip Foundation Pencil Geschichte in der Farbe 030 Addicted to Café Olé. Ähnliche Farbe. Nein, doch nicht. Ist eher so ins tatsächlich Latte Macchiato Braun. Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. Es ist 1. Alles klärchen. Geben wir uns den Karl Lagerfeld und Model Colipi auf. Definitiv eine schöne Farbe. Kann ich mich nicht beschweren. Gucken wir mal, ob jetzt die Lippenfarbe zum Lippenstift passen wird. Da habe ich einmal von Coastline in der Farbe 411. Einen, der etwas schierer, glaube ich, ist. Das ist einmal dieses Tönchen. Ja, der ist eher schier. Dann habe ich von Manic Diva London in der Farbe Sierra diesen hier. Ach, der ist noch zu, den lasse ich auch erstmal zu. Es sei denn, Alexa, los den aus. Von Dr. Lip den Tint 100% Natural Superfood Red Reddish Pigment. Das werde ich auch nicht swatchen, weil dann meine Hand rot wird. Und von Elikia Beauty. Hatten wir da nicht gerade den Blush von? Ich glaube schon, ne? In der Farbe Blush Liquid. Oh nein, das ist ein Liquid Blush. Den hätte ich auch noch als Liquid Blush nehmen können. Mist, ich habe den zu den Lippenprodukten gepackt. Ja gut. Nächstes Mal vielleicht, ne? Schade.
Okay, also wir haben drei verschiedene. Den von Coastline, Manic Diva London und Dr. Liptint. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 2. Okay, also nehmen wir die Manic Diva. Das sieht aber auch nach einer sehr schönen tragbaren Farbe aus. Und das könnte tatsächlich auch... Ich habe einen Fussel hier dran. Wie kommt denn da ein Fussel rein? Das war original verpackt, Leute. Egal. Dürfte... Ja, nicht wirklich zum Lippen. Nein, zum Lipliner passt das nicht. Oh mein Gott. Was ist das denn? Und der stinkt. Puh, ja. Sieht nicht gut auf den Lippen aus, finde ich. Also ich finde die Farbe nicht so geil. Passt aber tatsächlich zum Kleid. Und er fühlt sich sehr fest an. Sehr unnatürlich irgendwas. Ich weiß nicht. Und er schmeckt nach irgendwas. Und er ist halt einfach ganz neu, ne? Aber er stinkt. Also bleiben wird er nicht. Ich glaube, ich schmeiße den sogar in den Müll, weil der riecht, als wäre der nicht mehr gut, obwohl ich den gerade erst neu aufgemacht habe. Das ist einfach kein gutes Gefühl auf den Lippen, Leute. Ne? Deswegen, da dumm. Jetzt haben wir noch Parfum. Und zwar habe ich einmal von Juniper Lane Forever Rose. Das ist dieses wunderschöne Parfum mit Rosenduft. Dann habe ich von Replica Maison Margiela Paris. Das ist eine Parfumprobe, die war mit drin enthalten. Den mochte ich nicht ganz so gerne vom Duft her. Aber du, wenn die Lady den gleich auslost, dann werde ich den auch verwenden. Und von 4711 Remix Cologne Eau de Cologne Natural Spray. Das ist dieser Duft. Den mochte ich, glaube ich, richtig gerne, als ich den getestet habe beim Unboxing. Dann habe ich noch zwei weitere. Anima Aromatics Mood Energetic Joyful Delighted Eau de Parfum. Das ist dieses wunderschöne Parfum. Ich zeige euch jetzt auch nur die Umverpackung, ne? Aber egal. Unten ist alles in der Infobox verlinkt. Von S. Oliver Feels Like Summer Woman. Das wäre jetzt natürlich super passend. Und ich glaube, das hier ist auch ein ganz, ganz süßlicher, blumiger Duft. 1, 2, 3, 4, 5. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 1. Ach, guck. Ja, das ist dann dieses Rosenparfum. Ne? Das ist der typische Flakon. Da sammle ich quasi auch die ganzen verschiedenen Geschichten. Wollt ihr mal ein bisschen rausrücken, dann seht ihr das Ganze auch mal im Kompletten. Ihr hängt mir ja ganz schön nah auf der Pelle hier, ne? Das ist, also die Juniper Lane Düfte sind relativ kostengünstig und halten jetzt nicht so Ewigkeiten. Aber sie sind sehr, sehr angenehm. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute halt umfallen, weil du zu sehr nach Foundation riechst, vor allem nach Duft riechst, wenn du den Raum betrittst. Aber du riechst halt gut. Und das ist jetzt tatsächlich mein fertiger Look mit den ganzen Produkten. Irgendwie finde ich, dass der Bronzer nicht so ganz mehr sichtbar ist. Ne? Der ist irgendwie futsch. Okay, ein, zwei Stunden später. Augen-Make-up und Lippen-Make-up passen richtig gut zu meinem Oberteil, zu meinem Kleid. Base, brauchen wir nicht drüber reden. Ich mag die Foundation. Augenbrauen mag ich auch gerne. Mascara, Iconista, top. Augen-Make-up ist gut geworden, aber ich finde die Palette jetzt nicht überragend. Ist alles soweit okay, aber da war da irgendwas Krachermäßiges dabei. Ja klar, RMS, Nagellacke und so weiter, aber ich habe doch relativ viel aussortiert jetzt tatsächlich. Ne? Also gut, es waren auch viele Produkte mit dabei, aber doch sehr viel aussortiert. Ihr Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einmal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!